Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ich liebe mein Amt, aber ich liebe mein Land mehr. So hat US-Präsident Biden jetzt begründet, warum er seine Kandidatur zurückgezogen hat. Es sei Zeit für einen Neuanfang, sagte er in seiner Rede an die Nation. Biden lobte seine Vize Harris, die nun für die Demokraten ins Rennen um das Weiße Haus gehen soll. Harris sei erfahren, zäh und fähig. Über seinen Gesundheitszustand oder seine schlechten Umfragewerte verlor Biden kein Wort. Joe Biden ist zurück in Washington D.C. Seit Sonntag hatte er sich nur vereinzelt zu Wort gemeldet. Jetzt, zur besten Sendezeit in den USA, äußert er sich zu den Gründen seines Rückzugs. Rund 500 Mitarbeiter wollen im Weißen Haus dabei sein. Nichts soll uns daran hindern, unsere Demokratie zu retten. Noch nicht einmal persönlicher Ehrgeiz. Und so habe ich entschieden, dass es der beste Weg ist, den Staffelstab an eine neue Generation weiterzugeben. Es ist auch der beste Weg, unsere Nation wieder zu vereinen. Und es ist auch der richtige Zeitpunkt für neue Stimmen, frische Stimmen und ja, auch jüngere Stimmen. Mehrere Tage hatte er seine Geschäfte nur von Delaware aus in seinem Privatanwesen führen können, wegen einer Covid-Erkrankung. Die hat Biden auskuriert. Knapp zwei Stunden zuvor, Herausforderer und Ex-Präsident Donald Trump nutzt einen Wahlkampfauftritt in North Carolina, um seine Attacken auf Biden zu wiederholen. Wenn man die 10 schlechtesten Präsidenten unserer Geschichte zusammennimmt, dann würde man nicht auf die Schäden kommen, die der betrügerische Joe Biden verursacht hat. Biden dagegen erwähnt Trump nicht einmal. Er beschreibt, was er im Amt noch vorhat. In den nächsten Monaten werde ich mich darauf konzentrieren, meinen Job als Präsident zu Ende zu bringen. Ich werde die Kosten für hart arbeitende Familien senken, die Wirtschaft ankurbeln und werde weiterhin unsere Freiheit und unsere Bürgerrechte verteidigen, vom Wahlrecht bis zum Recht auf Abtreibung. US-Präsidenten werden in den letzten Monaten oft lahme Enten genannt, die nicht mehr viel erreichen. Biden will das offenbar ändern.